dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde der Nacht, wieder mal ist es soweit. Der Gleichsatzkanal gibt sich die Ehre, in Form meiner Person, Lokführer Hannibal alias Werner G. Petschko. Am Start ist die Nummer 304a, ein gewisser Jacques Lacan, Psychoanalytiker, letzten Jahrhundert, Ende des letzten Jahrhunderts in Deutschland reden gemacht, in Frankreich schon länger, in so gut wie aller Munde, im Schulterschluss mit, wie heißt der gute Mann, Foucault. Und hier in einem Buch über Lacan von Bernhard Taurek, dort heißt es, Lacan verkündet das Ende der Repräsentation. Die Sprache repräsentiert nicht, sie existiert als Geste, als Körper, als Geste, als Körpergeste oder als Schweigen. Und darin, in sowas erschöpft sich dann auch der Beitrag dieser französischen psychoanalytischen Schule. Das Ende der Repräsentation, das ist schon seit den alten Griechen verkündet, bloß hat das niemand gehört, dass die Sprache nicht repräsentiert. Klar repräsentiert sie, aber nicht eins zu eins. Sie ist nicht, steht nicht anstelle dessen, worüber sie etwas aussagt, weil Sprechen und eine Sache existieren sind völlig verschiedene Dinge, die nicht auf logische Weise ineinander übergeführt werden können, genauso wenig wie ein gehörter Ton nicht in ein gesehenes Lichtbild, eine Gesichtsempfindung übersetzt werden können, oder ein gehörter Ton kann nicht übersetzt werden in eine Tastempfindung. Da gibt es kein gemeinsames Drittes, außer eben, dass es sich um die Sinne handelt, und gilt das sogenannte Bewusstsein, das ist die Idee, die Theorie, die Einheit dieser ganzen Angelegenheiten, die da möglicherweise abgehen. Und die Sprache als Körper, ja gut, Körper, als Korpus wird gesammelt. Google sammelt die Sprache als Korpus und analysiert dann daraus alles Mögliche, als Schweigen die Sprache, Negativität der Sprache, das Schweigen auch als Kommunikationsmittel. Entscheidend ist aber immer die Intention, das Begehren, das Trachten, habe ich jetzt in letzter Minute noch erfahren. Das Trachten ist auch Thema, Interesse, Bedürfnis, Zweck. Und das ist auch immer schon der Zweck, Funktion der Sprache gewesen, so zu tun, als ob, als Hilfsbegriff, nichts anderes. Wer da jemals geglaubt hat, es wäre da eine Wahrheit oder ein allgemeingültiges Wissen oder eine objektive Erkenntnis mit im Spiel, der ist sowieso auf verlorenem Posten. Aber dieser Aberglaube hat halt einfach die Welt regiert. Seit Aristoteles. Und nur deshalb konnte jetzt hier so eine Verkündung des Endes der Repräsentation da bei bestimmten Leuten für Aufruhr, für Aufsehen sorgen. Oh, die Sprache repräsentiert nicht, sie existiert als Schweigen. Big deal, sage ich dann. Und schon geht's weiter. Nächste Nummer. Sobald ich etwas durch ein Wort ersetzt ausgedrückt habe, findet eine Entfremdung statt. Das ist jetzt hier schon, aus welcher Sicht wird hier gesprochen, ist die erste Frage, die zu stellen ist. Denn ganz offensichtlich ist es hier kein Objektivismus, sondern hier empfindet ein Subjekt eine Entfremdung durch die Objektivation.
jetzt einmal, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht mit in Bezug auf die Dinge der sogenannten äußeren Welt hier stattfindet, dieses Gefühl der Entfremdung, sondern in Bezug auf die eigene Person, das eigene Ich selbst, indem jemand einfach das Gefühl hat, dass keines dieser Worte genau das trifft, was jetzt eigentlich Sache ist. Und der Mensch, das Individuum sucht und sucht nach Worten und findet keines als adäquat. Schriftsteller kennen das vielleicht, aber auch in einer Auseinandersetzung mit jetzt, sage ich mal, dem Ehepartner, Lebenspartner, wie auch immer, wird dann ein Punkt erreicht, an dem der Worte genug gewechselt ist, weil man noch stundenlang so weitermachen könnte, sich vielleicht nur noch mehr in irgendeine Idee, Vorstellung verrennt und womöglich handgreiflich wird, aber das dann eher in den, auf den billigen Plätzen. Ja, dieses Gefühl der Entfremdung, da gibt es auch ganz berühmt, im Bildungsbürgertum vielleicht berühmt, diesen Chandon-Brief von Hugo von Hofmannsthal, wie er da beschreibt, wie hätte eigentlich auch hier in diese Trilogie gehört, diese Stelle, wo er beschreibt, wie er das Gefühl hat, dass die Worte wie faule, modrige Pilze in seinem Mund, so ungefähr die Tour. Eindrucksvolle Darstellung, muss man sagen, sehr ernüchternd, aber natürlich auch etwas sehr überzogen in dieser fast tragischen Konsequenz. So viel zu dem Thema. Psychiater können da sicher mehr erzählen, inwieweit Menschen, die sich gerade auf bestimmte, aber eben unrealistische, sagen diese Therapeuten, Idee einer Wirklichkeit da festlegen, fixiert sind, diese Art von Entfremdung andersrum. Also mit Objektivität entfremdet. In der Objektivität, im An und für sich, im An sich lebend und das eigene Subjekt gar nicht im Blick haben. Und dann geht's ab zum Therapeuten. Jetzt haben wir wieder einen Atomphysiker mit profunden Erfahrungen in Bezug auf etwas wirklich Existierendes. Niels Bohr, Dialektiker, unter Eingeweihten ein Standardwerk, schreibt da, klassische Begriffe beziehen sich auf wirklich Existierendes, scheinbar, also im Bewusstsein der Normalverbraucher. Im naiven Realismus müsste man hier einschränken. Aus dieser These folgt natürlich, dass sich die klassische Ebene und die Quantenebene voneinander radikal unterscheiden. Also von könnte man jetzt dreierlei Stadien konstatieren. Einmal den naiven Realismus, das vorwissenschaftliche Denken sozusagen. Und dann das wissenschaftliche Denken als die klassische Ebene, Identitätspositivismus, Empirismus, wirklich, die Empiristen glauben, etwas wirklich Existierendes vor sich zu haben, aber derweilen sie nur praktisch umgehen mit dem Stoff, der ihnen zur Verfügung steht. Aus dieser These folgt natürlich, dass sich die klassische Ebene und die Quantenebene voneinander radikal unterscheiden und dass es nicht möglich ist, den Übergang von der einen zur anderen so ohne weiteres zu analysieren.
Der Übergang ist und bleibt ein unteilbarer Sprung. Ist eigentlich keine große Sache, ist nur so ein Big Deal, wenn man von wenn man die Idee einer an sich existierenden Wirklichkeit für alle allgemeingültig existierenden Wirklichkeit im Kopf hat. Nur in Bezug auf eine solche gibt es jetzt hier diese Sprünge. Wenn das wegfällt, dann ist der naive Realist mit seinem vorwissenschaftlichen Denken, der benutzt halt die Begriffe, die ihm zur Verfügung stehen und das Bewusstsein, das er hat und mit der Erfahrung und dann geht da das Ganze seinen Weg. Wie genauso der Wissenschaftler mit einem anderen Sprachschatz, mit einem anderen Bewusstsein, aber auch nur irgend so einer Theorie in Bezug auf die Wirklichkeit, wahrscheinlich objektivistisch und ist halt dieser Meinung, hat diese Auffassung. Wie soll die mit dem naiven Realisten in Einklang gebracht werden, wenn es kein gemeinsames Drittes wie eine übergreifende, die Idee einer übergreifenden Wirklichkeit, wenn es die nicht gibt, dann hat jeder seine eigene Meinung. Und mit der Quantenebene ist es auch nichts anders. Da ist es ein ganz bestimmter Bereich der sogenannten Realität, der mit diesen oder jenen Mitteln, Begriffen dann bearbeitet, beobachtet, wie auch immer, wird und fertig. Man schaut, wie man das in irgendeiner Produktion verwenden kann. Sonst wie diese Notwendigkeit, da alles in eine einzige, für alle allgemeingültige Wirklichkeit zu bringen, ist nur eine fixe Idee, die die Aufgabe hat, dass die höheren Mächte, die früher durch König und Gott da repräsentiert wurden, jetzt eben ist es jetzt eben diese Art von objektiver Erkenntnis, allgemeingültiger Wahrheit, in den meisten Fällen durch wissenschaftliche Beweisbarkeit, pipapo, der aber dann letztlich nichts anderes einfällt als ein Urknall für die Entstehung der Welt, eine äußerst in Anführungsstrichen plausible Lösung zur, um das jetzt nochmal zu wiederholen an dieser Stelle, zur Ordnung, Regelung des Gemeinschaftslebens ist allein notwendig, die Interessen gegeneinander abzuwägen, um jetzt irgendeinen Interessenkonflikt oder einen Streit zu regeln, weil die Gemeinschaft auf bestimmten Wertvorstellungen fußt. Diese Grundgesetze, Verfassungen wurden bisher immer einfach so gegeben, nach Beispiel der Französischen Revolution oder amerikanischen, so im Grunde genommen. Und es war die Zustimmung der Bevölkerung, die ist eigentlich keine, wo man sagen kann, das sind jetzt qualifizierte Urteile mit dem Spiel. Das steht alles noch aus. Der Tag wird, irgendwann wird der Tag kommen, dass die Masse der Menschen soweit ist, bewusstseinsmäßig, intellektuell, soweit ist, tatsächlich mitreden zu können und konstruktive Beiträge da abzuliefern und nicht so, dass man Mitbestimmung von irgendjemandem, der von hinten und vorn keine Ahnung hat, nur behindert wird und Sachen verunmöglicht werden
aufgrund irgendeiner massenhaften Dummheit. Das ist momentan der Fall. Da wird zwar nichts verhindert, aber es existiert eben die Art der Organisation von Gesellschaft und Staat auf dem argumentativen Rücken einer massenhaften Dummheit. Und das ist genau der Moment, wo ich feststelle, dass etwas weniger als 15 Minuten noch zur Verfügung stehen. Also Niels Bohr, unteilbarer Sprung, überhaupt dieser Sprung ist überflüssig. Den braucht es nicht. Der nächste Punkt, der Begriffsrealismus gilt als überwunden. Das hat irgendein Schlaumeier hat es in irgendeinem Buch geschrieben. Ausgehend auch wieder typisches Beispiel so für eine An-sich-Ebene. Da wird eine Scientific Community angenommen in der Vorstellung und innerhalb derer ist, wenn jemand Begriffsrealist ist, also so jemanden nimmt man nicht ernst, der ist eben, gilt als überwunden, also allgemein, wenn man jemanden fragt, Begriffsrealismus, das war einmal so ungefähr. Aber auf der Straße, im täglichen Leben der anderen 90% der Bevölkerung ist das Ganze in keinster Weise überwunden. Da ist knallharter Begriffsrealismus am Werk in den Alltagsgesprächen und dem, was da unter den meisten Menschen passiert. Da wird nicht reflektiert, dass es zwischen Wort und Sache, dass da ein geistiger Unterschied zu machen ist, dass das völlig verschiedene Sachen sind. Der Normalverbraucher, Durchschnittsmensch, der nimmt die Sachen so, wie er sie beschreibt. Das ist hier ein Computer und es ist ein Computer. Da wird nicht groß. Höchstens, wenn das soll ein Computer sein. Wenn man jetzt irgendwas in Zigarettenschachtelgröße kommt jetzt auf den Markt und da heißt, das soll ein Computer sein. Aber ansonsten, ein Motorrad ist ein Motorrad. Was soll es anders sein? Ein Elefant. Und das ist eben was die Elite angeht, die bildet sich gerade dadurch, dass Leute, die Prozesse der Begriffsbildung begreifen und das in ihren Intellekt einfließen lassen, also die Urteilskraft dieser Leute sieht man gerade an Juristen. Da ist das meiste ist Begriffsjuristerei. Da wird an irgendwelchen Begriffen, wie die jetzt auszulegen sind, und der am gewieftesten ist mit dem Auslegen, wo die Möglichkeit besteht, dass man das so auslegen kann, reicht in den meisten Fällen schon ein begründeter Zweifel, um jetzt einen Schuldspruch zu verhindern bzw. einen Freispruch zu erreichen. Und das ist die Elite. Jemand, der hier durchsteigt, hier in diesen mittlerweile 64 Folgen zum Thema Abstraktionen, der ist intellektuell in der Lage, in allem, was passiert oder was es gibt, ist ganz egal, in Sachen der Wissenschaft, in Sachen Philosophie, in Sachen Politik, in Sachen Religion, in Sachen Pädagogik, überall, wo Sprache ein Thema ist und Denken ein Thema ist, da ist so jemand, der da nur die Grundbegriffe nur begreift, ist da fit, um überall mitzumischen. Und entsprechend zuerst einmal die Schwachpunkte anzusprechen, weil Normalverbraucher oder
oder Leute, die sich da in Szene setzen, eher auf eine Kritik reagieren, beziehungsweise eine Übereinstimmung zwar zur Kenntnis nehmen, aber deshalb, das trägt es nicht dazu bei, um irgendetwas zu reflektieren. Gut, dann geht's zum nächsten Punkt, Nummer 308. Hier wird die Unterscheidung zwischen Analyse und Synthese getroffen. Und zwar heißt es hier, vom ersten Moment an ist die Erzeugung der Sprache ein synthetisches Verfahren. Synthetisch in dem Sinn, dass ja die Begriffsbildung wie klar, allseits klar sein dürfte, die Begriffsbildung so abläuft, dass ein Subjekt mit Bewusstsein einem ungeformten, formlosen, phänomenalen irgendetwas zuerst einmal gegenübersteht. Das ist die berühmte wissenschaftliche Voraussetzungslosigkeit, also nichts als gegeben annimmt. Und dann, wenn man jetzt nicht auf die üblichen Verfahren zurückgreift, um irgendetwas mit dem Namen zu bezeichnen, der üblich ist, dann muss jemand redlicherweise oder mit einem vorhandenen intellektuellen Gewissen feststellen, dass es letztlich für die Bezeichnung oder für die Namensgebung noch besser keinen logischen, sondern nur einen praktischen Grund gibt. Also keinen theoretischen, logischen, allgemeingültigen, sondern nur einen speziell praktischen Grund. Dass also die Bezeichnung, die jemand jetzt vornimmt für irgendeine Sache, nichts mit Wissen zu tun hat und auch nichts mit Erkenntnis und nichts mit Wahrheit, sondern nur damit, dass eine bestimmte Sache, eine Vorstellung, irgendein Gegenstand des Bewusstseins in irgendeiner Weise bezeichnet wird, um zur Klärung eines Phänomen oder eines Geschehens oder was weiß ich beizutragen. Das ist aber, die treibende Kraft ist aber ein Interesse, weil von dieser Klärung ein Nutzen abgeleitet werden kann. Es hat aber diese Begriffsbildung hat aber in keinster Weise etwas mit Erkenntnis zu tun. Also mit objektiver Erkenntnis. Und um jetzt zu dieser Nummer 308 zurückzukommen, die Erzeugung der Sprache ist ein synthetisches Verfahren. Und die Urteilskraft besteht darin, in der Analyse dieses synthetischen Verfahrens letztlich nachzuweisen, kann man da schon sagen, auf den Grund zu führen, wie diese Synthese bzw. Begriffsbildung zustande kommt. Sprich, es wird dann, wenn das seinen geregelten Gang geht und mit entsprechendem logischem Vermögen und mit intellektueller Redlichkeit, wird dann festgestellt werden, dass diese Begriffsbildung nicht notwendigerweise so sein muss, wie sie geschehen ist, sondern auch anders hätte sein können. Und das wäre dann der Punkt für eine andere Theorie. Und dann kann jetzt von mir aus wieder derjenige dann beim anderen durch eine Analyse dieser Begriffsbildung, das heißt der einen Abstraktionsstufe dann Schritt für Schritt bis dann hinunter zum ersten oder zum auslösenden Begriff, dann festzustellen, dass jetzt eben von mir aus für diese Theorie das genauso wenig gilt, dass die jetzt nur so und nicht anders sein kann.
Und wenn dann die Rechthaberei wegfällt, dann werden sich diese Leute, weil sie ja miteinander argumentieren können, sich der Begriffsbildungsprozesse bewusst sind, dann auch die Probleme an der Sache feststellen können, beziehungsweise die Punkte, an denen es hakt. Im Moment hakt es gerade am Rest meiner Zeit. Ich bin eigentlich schon vorbei, aber ein, zwei Minuten, die gehen dann noch, weil ich hinterher die größeren Hänger rausschneide und da kommt dann auch mal eine halbe Minute dabei rum, sage ich mal. Jetzt überlege ich gerade, ob die 309 noch eine größere Sache ist. Die Trennung von wissenschaftlicher Gegenstandsproblematik und philosophischer Sinnproblematik. Ja, da denke ich mal, da gibt es einiges dazu zu sagen. Und deswegen ist jetzt hier an dieser Stelle eine Markierung nötig. Und wie immer das falsche Werkzeug ausgewählt, aber jetzt bin ich eh schon vorbei. Für das Auge habe ich anscheinend in dieser Folge weniger getan, aber ich denke mal, der Wesentliche ist ohnehin im der Podcast, das größere Ding hier anhören ist, ja, muss ich ja selber zugeben, ist sicher easier für mich, also ich höre mir solche Sachen lieber an. Aber es gibt auch Leute, die wollen das mitlesen. Und die sind da besser mit dabei, können sich da mehr dabei vorstellen. Gut, ich markiere das dann besser hinterher. Folge 64 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik ist hier mit Geschichte. Es hat mich wieder einmal gefreut, obwohl die ganze Chose jetzt schon langsam zu Ende geht. Peace und out.